den Tag schon. I think this is very fresh one, and I can think about myself and my government and every whole world. So I think this is fresh and good. Yes, yes. Thanks for Ostermeier. Thomas ist nicht dabei. Ostermeier ist krank. Also hat kurz vorher abgesagt. Naja, schwierig. 정확한 질문, 정확한 논지를 짚지 못했던 것 같다고. She could not understand the appropriate and direct message of display. 아니에요. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja erst so seit zwei Tagen irgendwie da, aber ich finde es irgendwie total geil. Extrem viele Menschen und viel zu kaufen. Und irgend so einen Mönch habe ich gesehen. Da habe ich mich so danach gesehnt, mit dem zusammen jetzt irgendwie durch die Stadt zu gehen, weil mich das hier alles irgendwie wieder so erschlägt. Nett und zuvorkommend, man fühlt sich einfach total wohl hier und deswegen bin ich gern hier, sehr gern hier. Auch wenn man oft denkt, ja, ist jetzt nicht so schön und da ist schon wieder ein Wolkenkratzer und sieht alles gleich aus und die Luft ist nicht so gut und so. Boah, mir war das auch gar nicht klar, wie groß diese Stadt wirklich ist, dass das wirklich so eine Megacity ist. Also ich glaube, dass immer mehr Menschen auf immer engeren Raum leben werden in Zukunft. Ich habe heute auch gedacht, als wir längere Zeit in der U-Bahn gefahren sind, dass ich schon die Vorzüge von so einem sehr reglementierten Zusammenleben irgendwie genießen kann. Also die U-Bahn ist sehr ruhig, alle unterhalten sich total leise, keiner telefoniert laut, keiner pöbelt rum. Es ist wahnsinnig sauber. Ich habe mir irgendwie so einen Coffee to go geholt, dann war der alle, dann wollte ich den wegwerfen und ich habe den einfach bis zum Hotel mitgetragen, weil ich keinen Mülleimer gefunden habe, weil es gibt einfach keine. Also ich finde, es ist eine sehr freundliche Stadt. Also wie kann man sozusagen sich selbst zurücknehmen, um das Leben in der Gemeinschaft möglichst angenehm und ruhig zu gestalten. Andererseits frage ich mich dann auch, was denn da noch so schlummert, also was da auch unterdrückt wird sozusagen. Also ich werde ja auch ganz oft umgelaufen von irgendwelchen Leuten, die ihr iPhone vor den Augen haben und gar nicht mehr auf die Straße gucken, aber massenweise. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Und gestern war das Extremste, was ich erlebt habe. Wir waren auf so einem Markt essen. War so ein ganz schöner, einfacher Markt, so, wo es alles so deftig zu essen gab und so ganz einfach auch alles war. Und dann kamen zwei Mädels, natürlich mit ihren iPhone. Jung, ich weiß nicht, wie jung, man kann das Alter mal schwer schätzen, wie alt die sind, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und die haben Oktopus bestellt und wir saßen da. Und da hat diese Frau, die da kocht, hat einen lebenden Oktopus rausgeholt aus dem Wasser, hat den rausgeholt und hat zu uns noch gesagt, Foto, Foto. Sie hat es so an einem Arm gehalten und hat halt mit dem anderen Arm immer so nach Halt gesucht. Dann hat der mit den anderen Armen eine Schüssel genommen, der Oktopus. Der hat sie festgesaugt und hat die mit hochgezogen. Mit den letzten Noppen seiner Arme hat er so... Und dann sollten wir ein Foto machen. Und immer so die Augen... Und sie fand es halt total lustig, um zu zeigen, wie doll der lebt. Und dann hat die Schüssel da weggenommen, hat diesen Oktopus aufs Holz gelegt und hat mit dem Messer diesen lebendigen Oktopus klein gehackt. So dass so 3 Zentimeter übrig waren und alles bewegte sich aber danach noch, alles. Die kleinen 3 Zentimeter Stücke bewegten sich und die beiden Mädels
haben das auf den Teller bekommen, haben weiter in ihr iPhone geguckt und haben nebenbei die bewegten Maden alle aufgegessen. So mit dem Ding ganz selbstverständlich. Ne, war grauenvoll, ich konnte gar nicht hingucken. Es war wirklich an der Grenze. This is very infant democracy. It has only become democracy since 1987. We still, there are a lot of issues that we haven't sorted out yet. There are a lot of things that we haven't made much of a consensus of. This is the democracy that was given. Kim Jong-un. Kim Jong-un? Yes. Our friend of North Korea? Yeah. North Korea dug underground tunnels below the demarcation line in order to invade South Korea. I don't know whether politics is dealing with it, but I think at the moment trying to avoid the question. They're managing it, but they're not necessarily trying to solve the problem. Ah, thank you. Ah, thank you. Welcome. Bye. Bye. Das Theater hat uns etwas gefragt, etwas sehr wichtig ist. Ich betreibe, du betreibst, wir alle betreiben unser Ich wie einen stupiden Bankschalter. Meine Selbstfindung, mein Blog, meine Wohnung, all dieser ganze angesagte Schatz, diese ganzen Pärchen und Fickgeschichten, was es nicht alles an Prothesen braucht, um ein Ich zusammenzuhalten. 근본적인 문제가 우리한테인가? 우리가 제 공공의 적이다, 대중이? 이런 얘기를 하신 그게 의견인지 묻고 싶어요. 네, in gewisser Weise schon, aber ich glaube, wichtiger oder viel problematischer ist halt die Isolierung des menschlichen Wesens innerhalb einer Gesellschaft. Und daraus resultiert auch dann eine gewisse Ohnmacht, irgendetwas verändern zu können. 수질 문제에 대해서 얘기하셨지만, 저희나라도 지금 옥시 사태가 있어요. 네? 옥시 사태가 있어요. 옥시요, 옥시. 아. 진실이 계속 왜곡되어 왔고, 더 퍼져 왔고, 정부가 그걸 제대로 처리를 못 해줬어요. 그래서 수많은 사람들이 지금 죽었고. 우리나라의 사정에 대해서 좀 말씀 좀 해주세요. 우리나라야말로 온 나라가 수질로 지금 엄청 진상이에요. 22조가 넘는다고, 22조가. 아이고, 아이고. 아이고. Also, es ging jetzt, es war so viel, also. 시 의원이 문제가 아니라, 저 대통령이 문제였다고 얘기 좀 해주세요. 네. 아, 시 의원이 신경이 또 시장을 하셨으니까. 네. 이명박이라는 사람 있어. 네, 이제 좀 보링 프레젠트만, 아주 보링 프레젠트 니. 청계천이라는 수질 대세부터 시작해서 온 나라 전체의 감을 뒤집어 엎었던 얘기 좀 해주세요. 여긴 지금 연극이 아니라 현실이에요, 현실. Also, es ist
ist eine Realität in Korea jetzt. Ich bin einigermaßen erschüttert und frage mich, warum passiert nichts? 저는 거대 악이 청와대나 국회의사당이 있다고 생각 안 하고 저한테 있고 여기에도 있다라고 생각하거든요. 공기처럼 어디에도 있다고요? 여기요. 아, 공기처럼 이명박이나 박근혜가 문제가 아니라 어쩌면 깨어있지 못한 저나 우리가 문제일 수 있다라고 생각합니다. 네, 앞에 부분이 있지 않나요? und er die Hauptrolle hat uns gefragt, warum haben sie nichts getan? Aber wir haben etwas getan. Wir haben etwas demonstriert. Aber das ist alles, was wir tun können. Ja, aber ich habe auch keine Ahnung, was ich soll oder was ich kann, was ich muss. Aber wir haben keine, nicht große Gewicht, ja. 방금 전에 소수도 의견을 충분히 낼 수 있다고 말씀하셨는데 거기에서 보다시피 힘이 있는 자들에 의해서 그 소수는 너무나도 쉽게 부사를 당하거든요. 그래서 저는 민주주의라는 영국파의 다수의 말이 무조건 옳다라고 얘기를 하는 거는 그 다수 어떻게 만들어졌는지 모르기 때문에 너무나도 쉽게 힘 있는 자들이 다수를 만들어내고 있고요. 다수와 소수와 오리냐의 문제가 사실 많은 토론에서 한 주제를 가지고 양쪽에서 토론을 하는데 일종의 좀 딜레마인 경우가 많이 있었습니다. It's very touching to see the audience really feeling so strong about these issues that is happening here in Korea and also in relation to the play. In the middle of the play, actors were trying to get, you know, audience to talk about how to decide political matters, you know, about majority or minority, right? But I think in nowadays, especially in, you know, because economy is bad in everywhere, people are more concerned about economy than justice or what's wrong or what's right. But unfortunately, the play didn't really mention it, so. Deswegen werde ich auch immer in der Zukunft auch oder morgen oder jetzt auch demonstrieren für bessere Gesellschaft. Wir können das nicht verändern, aber das ist eine Hoffnung, ja, dass ich das Problem kenne. Ja. Deswegen kann ich in unsere Baby oder unsere andere Generation darüber sagen kann, ja. Verstehen Sie? Resümee noch für diese gesamten Gastspiele würde ich schon denken, es ist schon faszinierend, wie ähnlich doch die Reaktionen sind über den ganzen Globus hinweg. Das würde man doch nicht erwarten. Man würde doch eigentlich denken, die politischen Systeme und die Mentalitäten der Leute und die Einflüsse der Gesellschaft sind so unterschiedlich. Wie kann das eigentlich sein? Was ich merke ist, dass dieser Stockmann wie an so einen Punkt gerät, wo man nicht mehr weiterkommt. Also wo er versucht, was zu ändern. Aber wenn der Versuch gestartet wird, irgendwas gegen diese Strukturen zu unternehmen, dass da irgendwann ein Punkt kommt, wo man quasi machtlos ist. Und dann auch so eine Art Verzweiflung einsetzt und dadurch dann aber auch spürbar wird, wie schnell man dann in radikale Gewässer kommt. So. Am Anfang hat die Rede von Stockmann ist auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen, weil da war die Wirtschaftskrise auch noch so stark.
dann nahm das irgendwie ab, weil andere Themen sozusagen mehr en vogue waren. Und jetzt, seit es diesen Rechtsruck in Europa gibt und auch durch die AfD in Deutschland, habe ich das Gefühl, nimmt etwas wieder zu. Und zwar habe ich den Eindruck, dass das, was Ibsen vielleicht meinte, warum er das Stück Volksfeind nennt, kommt jetzt erst zum Blühen. Weil ich finde, dass vor dem Hintergrund von Pegida und AfD ich das jetzt anders rezipiere. Ich finde, dass sich der Stockmann in der heutigen Zeit mit dieser Rede mehr ins Aus katapultiert als noch vor 4 Jahren. Das habe ich aber vorher mit einer anderen Linse, weil ich sozusagen Bürgerin einer anderen Zeit war und wenn es nur 3 Jahre her ist oder 4, habe ich das nicht so gesehen, sondern habe ich den auch mehr glorifiziert. Und ich finde, das geht jetzt nicht mehr so gut. Das ist wie eine Blaupause, die man so in verschiedene Zeiten reinstellt, das Stück. Und dann wird es irgendwie anders rezipiert.